So, und herzlich willkommen wieder zur dritten Folge von Ansem. Ja, in dieser Folge werden wir Aufgaben von Jero erledigen. Er hat so zwei kleinere Aufgaben für uns, eine längere und auch eine kleinere. Ja, die werden wir noch alle erledigen. Und ja, was anderes kann ich eigentlich nicht mehr dazu sagen. Außer, dass ich euch nur noch viel Spaß mit diesem Video wünsche. Viel Spaß! Weiter geht's mit der Folge. Ich hab's geschafft, ich hab's geändert, ich hab's gefunden. Hab bloß ein bisschen gedauert, bis das Spiel es übernommen hat. Und das ist das gute Stück. Schön in weiß und ja. Herrlich, nicht wahr? Oh. Ich hätte wahrscheinlich noch mit der Farbe noch ein bisschen was ändern, aber. Na, warten noch ein bisschen. Außerdem habe ich noch diese Mission im Hintergrund gemacht. Ja, ich habe das Material zufälligerweise schon dabei gehabt, also war es nicht die große Sache. Ich habe es hingegangen, zusammengeklatscht und fertig, tschüss. Ach, und jetzt werden wir erst ein bisschen mit den Herrschaften retten und dann. Da kommt man für die Flunge geblieben. Ich muss ihn einfach noch ein wenig einspielen. Das hast du sicher ganz schnell. Wer rastet, der rostet. Wann musst du das nächste Mal raus? Morgen, Mauerpatrouille. Und du? Schön, dass sie einfach reden. Warum haben denn immer was an, hey? Das Portal. Da kannst du was lesen. Da kannst du was lesen. So richtig schön. Also. Das ist einfach das. Ach, toll. Super. Das kleine Stück hätte ich auch noch machen können. Ja, geil. Ja. Endeffekt ist mir doch immer Freelancer. schlau. Der Auftrag verlief gut, hoffe ich. Hey, Freelancer. Lief dein Auftrag okay? Ja, das bist du. Hey, wie Hi. lief dein letzter Job? Fantastisch! Hart, aber ich lebe noch. Fantastisch. Hihihi. Ein Kinderspiel. Hab nichts anderes erwartet. Bin selbst gerade erst zurück. Ein verdammter Titan hätte mir fast den Arm abgerissen. Tja. Irgendwas ist immer weh. Owen hat vorbeigeschaut. Wollte sicher gehen, dass deine Aufzeichnungen stimmen. Aber keine Sorge. Mich hält nicht mal ein Titan davon ab, diesen Laden hier in Ordnung zu halten. Wie bist du eigentlich zu unserem Buchhalter geworden? Du wirkst nicht gerade wie ein Bürohengst. Facetten, Mann. Wir haben sie alle. Egal, ob du einen guten Schützen oder ein gut geführtes Konto suchst. Frag Lucky Jack. Wir leisten alle unseren Beitrag in der Familie, oder? Ja, jeder hat seine Rolle. Wir machen unseren Job. Punkt. Ja, jeder hat seine Rolle. Komm. Du bist also der Cousin, der gerne Papierkram sortiert. Und gar kalt macht. Die Balance ist wichtig. Das kann ich gut. Fazit: Wir halten uns gegenseitig den Rücken frei. Ist nicht so, als hätten wir noch andere auf unserer Seite. Das werden sie schon noch. Die Zeiten sind da. Das werden sie schon noch. Komm, wir sind positiv. Was ist positiv? Heute nicht, aber wir werden das Blatt wenden. Das ist die richtige Einstellung. Wir brauchen Freelancer, die Aufträge reinbringen, Arbeit erledigen. Je besser die Enklave sich macht, desto besser geht es uns allen. Richtig? Na gut, ich muss Berichte aktualisieren, ehe ich wieder nach draußen gehe. Gibt Läufer zu retten, Relikte einzudämmen. Du kennst das ja. Ich glaube, bei denen haben wir sogar letztes Mal geredet. Also in der Demo geredet, kann es sein. Ja, eigentlich schon. Hauen, altes Haus, was geht? Gut, hallo. Oh, was ist los? Du machst mir manchmal ein bisschen Angst. Wirklich? Naja, gar nicht so abwegig. Ich lebe gefährlich. Aber du solltest mich trotzdem besser kennen. Ich kenne dich. Okay. Wann ist mein Geburtstag? Fangfrage. Du feierst nicht gerne Geburtstag. Natürlich tue ich das. Okay. Wann ist er? Welches Monster feiert bitte nicht gerne Geburtstag? Ganz genau. Und deiner ist. Ist bald? Gerade gewesen? Heute? Herzlichen Glückwunsch! Sag ich nicht. Aber ich weiß das Interesse zu schätzen. Und vielleicht ein Geschenk? Wenn du nicht redest, gibt's auch kein Geschenk von mir. Um ehrlich zu sein, haben wir uns an meinem Geburtstag getroffen. Das ist eine Fangfrage. Welches Mal? Kürzlich oder in unserer Jugend? In unserer Jugend. Der Tag, als du mich bestohlen hast. Hey, ich hatte Hunger. Oder Langeweile? Oder Langeweile.
aber es hat sich ausgezahlt. War ziemlich lustig, eine Woche lang die Regulatoren zu nerven. Du warst immer auf der Suche nach Ärger. Meinst du, deshalb wolltest du Freelancer werden? Ich suche keinen Ärger. Ja, vermutlich. Ja, klar. Ja. Gut beobachtet. Nervenkitzel gibt es in vielerlei Form. Genau das mag ich an dir. Du schreckst nie vor Gefahr zurück, wenn ich sie dir anbiete. Das macht Spaß. Ärger kann Spaß machen. Und dass wir dafür bezahlt werden. Nettes Extra. Sag mal, was hast du damals eigentlich alleine in Ponteix gemacht? Ich hatte die Nase voll von der Satomi und nahm mir eine, nennen wir es, ungeplante Auszeit. Aha. Ich streifte umher. Genau wie du, als wir uns in Helios trafen. Ich nenne das lieber meine Selbstfindung. Wegen des Herz des Zorns? Wo ist dein Team? Das weiß ich nicht. Ah, tot. Ich wollte dich nicht runterziehen. Vergiss es. Vor uns liegt eine strahlende Zukunft. Kopf hoch. Auf uns warten Aufträge. Na gut, sag mal nicht ganz tot. Zwei haben überlebt. So, was gibt's denn da? Eine Geschichte über Freimark gut zugehört, hm? So habe ich sie noch nie gehört. Ich war schon lange im Ruhestand. Es war nicht meine Schlacht. Aber gute Freunde haben mir davon erzählt. Ich war lange Jahre Freelancer. Weißt du, was Freelancer tun? Wir kümmern uns um die Dinge hinter der Mauer. Um Probleme. Wir helfen Menschen. Stimmt, aber nicht nur das. Wir entdecken. Wir bekämpfen das Chaos. Wir retten Leben, verstehst du? Ja, ich verstehe. Die Leute zählten auf uns. Und in dieser Welt bedeutet das viel. Aber all das ist verloren. Die Menschen vertrauen uns nicht mehr. Es sind schwere Zeiten. Doch genug Gejammer. Ich habe einen Auftrag für dich. Du musst ein paar Arkanisten beschützen, die seismische Tests durchführen, okay? Seismische Tests? Ja. Um herauszufinden, ob Fort Tarsis ein gutes Fundament hat. Wir wollen nicht, dass es wie letztes Mal in ein Loch fällt. Was? Aber diese Tests locken Tiere an. Die Sorte mit Zähnen, verstehst du? Du beschützt eine Seite des Forts und Freelancer Wryth kümmert sich um die andere, verstanden? Das tue ich. Gut. Jetzt gehe, ich habe Hunger. Noch kein Frühstück gehabt. Jetzt gehe, ich habe Hunger. Habe ich auch. Ich habe noch nichts mehr. Habe ich schon gegessen. Ich muss noch mehr über die Geschichte von General Tarsis lesen. Habe ich da noch schon? Ja. Was ist denn jetzt da vorne? Kann man es ablesen? Ah, warte mal, aber Wahnsinn. Neue Nachrichten. Ich kann nichts lesen. Da gibt's noch was. Krypta. Kann schon die Dame. Ja, langsam. Ja, gut. Ja, habt wieder ein bisschen was zum Lesen. Wenn du das sehen wollt, natürlich. Macht's einfach auf Stopp. Lest es halt durch. Verrückt. Oh, nächste. Ach, ja, und ich bin ein bisschen müde. Wir haben es gerade mal. Kurz nach 10? Echt? Habe ich so lange gesucht? Oh. Hab doch so lange gesucht. Respekt. Ich weiß nicht, wie lange ich gesucht habe. Das war lang. Also, was heißt lang? Aber bei 3 Fälle schon habe ich bestimmt gesucht. Kann man gar nicht so vor. Kann gar nicht ehrlich sein. Wo weiß die schon? Keine Ahnung. Nein, mit die kann man nicht reden. Treten wir dir auf. Kann man rein? Freelancer. Hi. Mal. Ich? Ja, Sie. Sentinel Bar. Beaufsichtigen Sie heute Nachmittag die Reparaturen an der nördlichen Mauer. Ja, Kommandant Wohl. Bis Sonnenuntergang, nicht später. Ist das klar? Ja, Kommandant. Sie wollten mich sprechen? Ja. Haben Sie in letzter Zeit viel Ska-Aktivität bemerkt? Ja, sie sind überall. Das passt. Barr und andere Sentinel haben zunehmende Aktivitäten an der Mauer beobachtet. Ihresgleichen kommen weiter herum als meine Patrouillen, Freelancer. Gibt es etwas, das ich wissen sollte? Nein. Nichts, worüber man sich Sorgen machen müsste. Wenn Sie das sagen, das überzeugt mich nicht. Ganz ehrlich gesagt.
Bedrohungen außerhalb der Mauer fallen üblicherweise in den Zuständigkeitsbereich von meinesgleichen, Kommandant. Das mag vor ein paar Jahren der Fall gewesen sein. Und jetzt nicht mehr? Das ist nichts Persönliches. Ich habe von Ihrer Arbeit gehört. Lobenswert. Fakt ist, Sie sind in der Minderzahl. Die, die noch tätig sind, sind schlecht organisiert und weit verstreut. Darauf kann ich mich nicht verlassen. Das stimmt nicht. Okay. Was muss getan werden? Das stimmt nicht. Eine Handvoll Freelancer ist so viel wert wie eine ganze Armee. Ich bin nicht hier, um mit Ihnen zu diskutieren. Da ist angefangen. Auf Disziplin, auf Ordnung. Ich vertraue auf die Mauer. Aber Freelancern vertrauen Sie nicht. Vertrauen verdient man sich durch Ergebnisse. Wenn Sie mich jetzt entschuldigen wollen, ich muss eine Mauer abschreiten. Bleiben Sie wachsam, Freelancer. Der hat schlechte Laune, der Junge. Aber massive schlechte Laune. Och, darf ich da rein, darf ich da rein? Kann ich mir nix. Ah, schade, dass ich nicht umdreht, nur das Mecke. Da darf ich nicht rein, hä? Lustig. Hihi. Naja, der will nicht reden. Wegen, ja. Nein. Reden. Ah, Hilfe. Nein. Springfit hier. Und von die Füße, wow. Im VR wäre das bestimmt geil, das Spiel. Ach, das kann ich mir bestimmt richtig, also das kann ich mir richtig gut vorstellen. Im VR? Da wird, vor allem würde es unter den Füßen passen. Ich komm hier. Scheiße, ich komme nicht mehr raus. Ah, jetzt. Ach, wisst ihr eigentlich, wo das war, wenn du sowas vorgestellt habt? Übrigens, das war hier bei den Belohnungen. Oh ja, ich hab ein bisschen was ausgegeben, aber ich hab dann noch so eine richtig schöne Animation so gekauft. Ja, schön für dich, interessiert mich nicht. Oh, netter kleiner Junge. Was soll's denn heute sein? Arkanisten beschützen. Also ich muss jetzt mal was gucken, was. So ist die Freelancer. Ja, also. Ja, komm, machen wir es mal. Hat was eigentlich. Ja gut, ich muss halt auch die Farben. Eigentlich wollte ich das richtig schön schwarz und rot machen. Aber ich finde die Farben nicht. Deswegen sieht es einfach nur alt aus. Freies Spiel, oh, Festung, ja gut. Nein. So sind die Freelancer nochmal. Expedition beginnen. Ja, komm, starten. Ah, suchen wir. Dann. Nächste Folge werde ich vielleicht dann mal suchen, mal. Na gut. Ja, nächste Folge werde ich versuchen, mal Rage Panda mit einzuladen. Und das wurde nicht alles gezeigt. Blöde Kuh. Ja, ja, Kev, beruhig dich mal wieder, ja? Müssen die eigentlich immer alles so viel Stress schieben? Naja, dem habe ich ja gesagt, dass ich mit Rage Panda und mit und The Deadly Sin ja eigentlich das Spiel möchte. Wie in der ersten Folge gesagt, kommt Deadly Sin spät und von Rage Panda weiß ich nicht, ob er das Spiel schon hat. Ob er sich mit mir Farmbeschütt hat oder weiß was ich, das weiß ich nicht. Bei der nächsten Folge werde ich versuchen mit denen mal, oder zwischen den beiden Folgen, weil ich möchte eigentlich eine riesen fette Aufnahme-Session machen. Und ich habe keine Ahnung, was ich mich da ändere. Das wird nämlich hart. Ziemlich hart. Und strohshart. Oh, ich bin jetzt schon müde. Scheiße. Na ja, gut, ich habe noch zwei Energy Drinks. Dann muss ich morgen wieder was kaufen. Ja. Sehen wir dann, wenn es soweit ist. Aber das ist so lange, jetzt dauert die. Haben die anderen auch immer schon wieder? Okay. Ah! Wollen wir sehen, ob wir ein paar Organisten am Leben halten können, ja? Freelancer Ralph hat ihre Patrouille begonnen. Ralph hier. Wie gesagt, ich bin unterwegs. Mal sehen, was wir hier tun können, Ralph. Scheiße, die sind alle viel zu schnell!
Da ist der Freelancer. Hey, hier drüben. Bist du dir wirklich sicher? Ich meine... Ist bereit, okay? Starte das Ding. Ich hasse diesen Teil. Da werde ich immer nervös. Denk dran, diese Tests ziehen Tiere an. Keine Ahnung warum. Sorgt dafür, dass die Arkanisten gesund bleiben. Verstanden? Alles klar. Ich halte die Augen offen. Achtung, wilde Tiere! Siehst du? Jedes Mal. Immer diese Wut. Bringt gar nichts, Scheiße. Halt die Wolfen von den Arkanisten fern. Fuck, ist das Scheiße. Ja, das wird geändert wieder. Ja, wäre ein Mordteil. Was soll man machen? Oh, obwohl, doch. Hat was. Das war's. Hast alles schon geklaut? Sicher zurückkommt. Salat hier. Die erste Gruppe ist fertig. Keine aggressiven Tiere. Hat die ein Glück? Vielleicht. Seltsam. Begebe mich zur nächsten Position. Zweite Stätte gefunden. Ich sehe keine Arkanisten. Verstehe. Okay. Suchen wir die Gegend nach Energiesignaturen ab. Ach, irgendwo da muss ich. Da gibt's das. Musste sein. Achtung, ein schweres Gas. Halt dich nicht mit dem Schild auf. Nähere die von hinten. Verstanden. Wo soll denn der... Ah, da ist er ja! Oh, ist das Ecke! Oh. Das ist wertvoll für die Ska. Können wir sie verfolgen? Ja, los. Ska führen dann doch alles, oder? Also suche ich nach der Energiesignatur der Arkanisten-Werkzeuge. Empfängst du immer noch das Signal? Ja, ist nicht weit. Au, 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 au! Siehst du das? Ja, das wird ein Kampf geben. Sieh sie dir an. Das gefällt mir nicht. Mir auch nicht. Ein Geschütz? Mist. Und sieh dir an, wie viele das sind. Ja, ich befasse mich gerade mit beiden. Ich sehe eine Menge Munition hier. Kümmere dich darum. Die haben sich darauf vorbereitet, sie hier rauszubringen. Ein Glück, dass wir rechtzeitig hier waren. Ah, gut. Sehr gut. Ja, sehr gut gemacht. Wow!
Ich habe eine Weile nichts von Ralph gehört. So viele gefährliche Scar in der Gegend. Schlimme Sache. Ah, da war der vorne. Alter, das schätzt sich ganz schön ab hier. Schön ist einfach, man kann sie nicht gegenseitig abschießen, das ist richtig cool. Ist das? Ja, das ist er! Was? Wer? Der große Scar, Schwarzschlund, eine Plage, bekannt dafür, mit vielen bösen Leuten zu arbeiten. Ich sehe, was ich tun kann. Fertig! Außer Gefecht. Das war's mit Schrottschlund. Nimm das, Schrottschlund. Sehen wir mal, was mit diesen Organisten ist. Das wäre geschafft. Alles okay. Bis du hier aufgetaucht bist, war ich mir nicht sicher, was passieren würde. Arkanisten in Sicherheit. Haben nur ein paar Kratzer. Ruf die Sentinels, damit sie abholen. Schon erledigt. Gut. Hier gibt es sonst nichts mehr zu tun. Sieh nach Freelancer Ryan. Alles klar. Wohin geht's? Ryan, siehst du irgendwelche Scar in deiner Gegend? Freelancer Ryan! Du, schwing deinen Hintern darüber, hörst du? Das tue ich. Oh Gott! Hoppala! Bin voll gegen die Wand geflogen. So ein Scheiß aber auch. Ja, la 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 la. Ich sollte vielleicht nicht Kliegen spielen. Das ist vielleicht verkehrt. Oh, da kann ich ja nicht. Gut! Der ist viel zu schnell, der Junge! Schnauze hier! Und keine Spur von Ryan. Keine Arkanisten. Nur Scar. Verdammt! Ryan, wo bist du? Headshot. Oh, voll. Oh, er hat sogar getroffen. Combo. Kein Zeichen von den Arkanisten oder Ryan. Such die Gegend ab, finde sie. Ha. Müssen die Höhle.
Hab sie, da ist die Hülle. Autsch. Sie sehen hier eine Menge Skarnleichen außerhalb des Lagers. Kommt an mir vorbei. Ryan, hörst du das? Klingt wie ein Krieg. Wer ist denn das? Kommt, oder ist eine Abreibung hier mit Sterne? Boah, Trefferkombo. Aus dem Haus. Ah, ich rede viel zu wenig, hä? Viel zu wenig. Patsy, es sind alle etwas mitgenommen. Aber Ryan ist nicht vorbeigekommen. Mir geht's gut. Verdammt richtig. Gut, sehr gut, meine Liebe. Sentinels sind unterwegs. Schön, dass du es geschafft hast. Ich hatte schon Krämpfe im Abzugsfinger. Irgendwie ist es viel schwieriger zu steuern, als wenn es so schwer ist. Oh Gott! Zeig doch. Scheiße. Gut. Ja, Hauptsache wir haben es geschafft. Das ist so, ist es ja nicht. Werde ich die Ladescreens rausschneiden? Nee. Nein, werde ich nicht. So. Ach. Ja, ich habe richtige Muskelkater, ey. Die Musik ist cool, die mag ich richtig. Ich hab nächstes. Ah! Aber der zweite. Immerhin, aber ist schon also einfach mal gut was. Blutenlevel erhöht. Baba. Aha, Portasis. Schmiede kann man danach immer noch gehen. So ist es denn nicht. Eventuell. Das weiß ich noch nicht. Kann sein. Ja, nein. Wenn ich es nicht verschieße. Aber irgendwie fehlt mir die Rakete. Ich habe rund auf den Punkt fertig weiterlaufen. Da muss ich zu lange warten. Das ist. Natürlich ist es sehr schnell da und steht auch eine Menge ab. Aber irgendwie. Da fehlt mir ein bisschen was. Aber was ich auf jeden Fall nicht mitnehmen werde, das ist klipp und klar. Einfach Scharfschützengewehr und eine Pistole. Das ist so eine scheiß Kombination für, also für mich jetzt, finde ich das halt, das ist so eine scheiß Kombination, das ist, boah. Zu Jaren vor Tarsus gehen. Das ist also. Haben wir schon. Das Lustige ist, dass ich alle 5 Meter wieder die Angezeigung hinlaufen muss. Das finde ich zwar schön, aber das kann auch nerven. Fertig. Ah, sehr gute Arbeit da draußen mit den Arkanisten. Die Leute möchten glauben, dass die Freelancer ihnen den Rücken frei halten. Nach Freimark war dieser Glaube erschüttert. Freut mich, dass ich helfen konnte. Wie geht es Freelancer Ryth? Gut. Sie hat einen Wahnsinnskampf geliefert. Natürlich. Sie weiß, dass ich sauer wäre, von ihrer letzten Tat zu hören. Aber, meine junge Freundin, sie lebt. Das gibt eine verdammt gute Geschichte ab. Die Leute werden davon hören. Glaubst du, das wird ihr etwas helfen? Oh ja. Freelancer Ryth erholt sich unten bei der Schmiede, falls du nach ihr sehen willst. Ich halte die Augen nach Aufträgen offen. Keine Angst.
Ja, gehen wir mal zu Rive. Ah, warte mal. Ich hoffe, die Arkanisten holen jetzt ihre Leute herein. Es ist nicht sicher. Ah, hätte gedacht, da kann man was machen. Den kann ich ja nicht alles reden. Da kann man mit was reden wieder. Zwar nicht mit viel, aber man kann reden. Und das Beste ist nur das Echtgeldmarkt. Hier, Liste. Das Angebote-Laden. Das ist auch so eine Sache, das ist, nennt man Echtgeld eigentlich. Muss man mit Echtgelden zahlen. Aber sie haben das Angebote genannt. Das ist wie gerade in Artikel 13, aber auf den Scheiß will ich jetzt eigentlich nicht eingehen. Vielleicht sollte ich meinen Bart stutzen. Trägt man das so? Ich weiß es nicht mal. Das ist auch so eine Sache, das Artikel 13, weil ich einfach nur denke, das ist einfach nur ein Schwachsinn, sowas. Das braucht keine Sau. Wirklich niemand. So viel sollte ich dann keine auf einzige Demo gehen. Das ist einfach das Negative und das Blöde. Sonst wäre ich auch gerne dabei, aber. Kann man nichts machen. Jo, gut. Ich bin jetzt aber sehr, auch ein bisschen aktiv, gerade auf Twitter und tue nur ein bisschen Links so von Sachen posten und teilen. Und ja, wenn ich auch wirklich helfen wollt, dann versucht das mal. Macht euch mal ein bisschen schlau, sucht euch ein paar Sachen raus und zeigt das mal euren Eltern. Also meine Mutter hat zum Beispiel geschrieben, oder was hat sie geschrieben? Muss ich euch schnell vorlesen. Also das ist von meiner Mutter her, das ist richtig cool. Muss ich schon suchen. Sie hat gesagt, ja, wenn die Politiker sonst nichts können, dann machen sie was und dann noch auf euch losgehen. Yep, das ist klar und das stimmt auch. Und es sind nicht alle Politiker, es sind so wie die momentanen jetzt. Also die hohen Tiere, sage ich jetzt mal. Aber es gibt einige, wo ich wirklich sage, mit denen kannst du reden, mit denen kannst du wirklich eigentlich vieles machen, eigentlich. Also zum Beispiel auf Twitter schreiben oder so. Da macht es doch nicht richtig viel Spaß. Aber wenn du Leute hast, wo einfach... Ja, also ich muss das Thema jetzt wechseln. Wir sprechen jetzt mit Owen. Sonst kriegen wir viel zu sehr auf. Und habe ich echt keinen blassen Schimmer. Auch wirklich keinen Bock drauf. Oh, hallo. Hast du etwas Zeit? Was für eine Frage. Für dich immer. Du bist schließlich mein Lieblingslancer. Bin ich das? Oder bin ich vielleicht dein einziger Lancer? Ja, meistens. Aber hin und wieder nehme ich auch extra Aufträge an. Ich muss ja schließlich meine Brötchen verdienen. Ich bin gern offen für neue Gelegenheiten. Das geht doch klar, oder? Solange ich dein Favorit bin, solange es für alle gilt. Solange ich dein Favorit bin. Aber gib zu, du findest keinen besseren Partner als mich. Hab nie was anderes behauptet. Wir sind ein gutes Team. Schon gut. Genug mit dem schnulzigen Gerede. Das reicht jetzt. Okay. Wechseln wir das Thema. Jetzt, wo Corvus Interesse hat, sieht die Lage schon besser aus. Wie wir diesen Matthias gerettet haben, das war fast so schlimm wie das Gar-Albtraum bei unserem ersten Auftrag. Das war absolut verrückt. 10-mal so schlimm. Ich war erst ein paar Wochen in Tarsis und finde mich in einem Team wieder mit dem Lancer, der das Herz des Zorns überlebt hat. Ich war echt heilfroh. Endlich ging es aufwärts mit diesem armen, eigenwilligen Krypter. Was meinst du mit arm und eigenwillig? Nachdem ich die Satomi verlassen hatte, war ich etwas ziellos. Hatte einen Job auf dem Läufer, streifte durch Antium. Du hast sicher schon gemerkt, dass ich mich schnell langweile. Absolut, ich mich auch. Ja. Das verstehe ich. Ich brauche eine Herausforderung. Genau deshalb sind wir so ein gutes Team. Wir sind beide wild auf Abenteuer. Ohne Gesetze zu brechen. Nicht so viele jedenfalls. Und ohne abzukratzen. Aber manchmal macht es schon Spaß, die Grenzen auszureizen. Und? Ist es wahr, was die Leute sagen? Dass jeder Krypter ein bisschen kaputt ist? Wo wir gerade schon ein ehrliches Gespräch führen, dachte ich, das wäre eine gute Gelegenheit zu fragen. Ich hoffe, das war jetzt nicht so schnulzig für dich. Nein. Das Thema macht mich immer noch zu wütend, um es schnulzig zu finden. Da habe ich wohl einen wunden Punkt getroffen. Nein, nein, nein. Wissen ist Macht, habe ich recht? Also gut. Ja, jeder Krypta ist ein bisschen kaputt. Oder auch ziemlich kaputt. Die Fähigkeit, eine Verbindung zu anderen aufzubauen, kann man sich nur unter Verlust von etwas anderem aneignen. Was man verliert, variiert. Oft ist es etwas Belangloses. Aber manchmal lässt es einen funktionsunfähig zurück. Also, tot. Hä? Nein, nie tot. Dir scheint es gut zu sein. Der Tausch ist es also wert. R2? Egal, was es dich gekostet hat, du bist ein Krypter. Und ein guter noch dazu.
Ja, ist schon ziemlich cool. Und wenn ich erstmal auf mein eigener Lancer bin, dann werden alle sehen, wie unglaublich umwerfend ich bin. Warum versuchst du nicht einfach, ein noch besserer Krypter zu werden? Weil ich mich... Wir uns... Langweilen. Langweilen? Darüber hinaus gibt es genug Level so und so Krypter. Was ist daran schon toll? Sollte ich fragen, wie es läuft? Der Unterricht? Nun, eigentlich ist es nur ein Buch, aber ich häng mich rein. Sieht aus, als wäre ich ein Naturtalent. Du weißt, dass ich Jahre gebraucht habe, oder? Ja, klar. Aber ich bin nicht du. Egal. Schön, dass wir Freunde sind. Okay, zurück an die Arbeit. Du bist ein interessanter Mensch. Danke. Aber eine gut gemeinte Warnung. Komm mir besser nicht zu nah. Ich mach nur Spaß. Ein kleiner Gratiseinblick in meine Unsicherheit. Jetzt mal im Ernst. Das bedeutet mir viel. Ist jetzt die Frage, ob ich noch andere Aufträge annehmen soll, oder? Schon wieder da? Gut. Ich habe Aufträge für dich. Wir müssen da rausgehen und gute Arbeit leisten, um die Leute hier wieder von uns zu überzeugen. Sie müssen daran erinnert werden, dass sie auf uns zählen können. Verstanden. Ich nehme das mal an, aber... Oh, komm. Machen wir mal die Petition. Hehehehe. Aber zuerst kriegt er noch mehr mit Drive. Na, machen wir die eine Mission, die Mission dann noch. Wir haben noch 18 Minuten. Mal schauen, wie lange das dauert überhaupt. Ich muss erst mal suchen. Hallo? Ah, da hinten ist er. Muss mich in die Richtung drehen und... Ah, da! Ja, gut. Du musst Drive sein. Darrow sagte, ich würde dich hier finden. Ja, bist du die, die auf einem glorreichen Kugelhagel geritten kam? Glorreiche Kugelhagel? Ja. Korrekt, das war ich. Wow, tolle Leistung, Superstar. Das war mal beeindruckend. In diesem Tunnel zu stecken und dabei die Arkanisten am Leben zu halten, wurde recht ungemütlich. Naja, ich habe mich schon darauf gefreut, Nelly gegen diese Kakerlaken einzusetzen. Nelly? Mein Schwert hilft mir bei meiner gemeinnützigen Arbeit. Ich will auch ein Schwert. Es hat mir schon so auf den Hintern gerettet, da hat es einen Namen verdient. Du scheinst gut gelernt, du wärst fast gestorben. Na, du scheinst... Ey, ich möchte auch ein Schwert haben, wieso haben die alle ein Schwert? Ich hab... Das kann man nicht als Schwert benutzen. Das ist Nahkampf, aber ja, so ein Hieb halt. Aber das kann man nicht als... Geht nicht, ich will auch ein Schwert. Schwerter sind cool. Das Schwert. Du scheinst dich gut zu erholen. Ich habe zwei funktionierende Fäuste. Eine zum Schlagen, eine zum Treffen. Mehr brauche ich nicht. Ich schätze, du bleibst jetzt hier. Du bist oft allein unterwegs, aber ich sehe dich hier immer wieder. Wenn es Arbeit gibt, sicher. Ich habe den Eindruck, das Geschäft brummt. Eine Weile war es schwierig. Für ein paar Wochen kam ich kaum klar. Aber nichts geht über den Job als Freelancer, oder? Also, danke, dass du im rechten Moment aufgetaucht bist. Ich schulde dir was. Ich bin froh, dass alles gut gegangen ist. Naja, ich blute bestimmt noch immer irgendwo. Ich sollte mich durchchecken lassen. Wir sehen uns, Superstar. Was wäre, wenn du mich anders genannt hättest? Ja. War meine Expedition. Aber es sieht schon cool aus. In 16 Minuten noch circa. Auftrag, Schutzpflicht, normal und Expedition beginnen. Ich habe eigentlich immer den Drang, mich ja noch richtig auf meiner Couch hinzuflaggen. Ich weiß nicht warum. Hat was. Ich habe keine Ahnung, warum ich das... Gut, ich habe auch die letzten paar Tage irgendwie so Aufbaustrategiespiele gespielt auf der PlayStation, Surviving Mars oder auch, wartet's, mir fällt der Name gerade nicht ein, City Skylines. Das habe ich auch gerade richtig aufgespielt, bevor Anson rausgekommen ist. Ich habe wirklich, mit diesem Spiel habe ich mich auf Elsen vorbereitet. Ja, also, das heißt schon, ich habe halt sehr, 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 ich habe die letzte Woche irgendwie...
viel gespielt. Gerade wo ich auch krank war mit der Grippe. So halb tot Overwatch. Ich habe das nicht aufgenommen, weil das war der Katastrophe. Aber jede zweite Sekunde husten, bis du verreckst, das ist auch scheiße. Naja, was soll man machen? Irgendwas muss ich danach eigentlich erst einmal machen, und zwar ich trinke erstmal was. Prost! Aber es könnte schon hinkommen, wenn wir jetzt nicht auf. Nee, aber. Wir müssen ein paar Organisten aus einer Notlage helfen. Zeig ihnen, was wir drauf haben. Oh, scheiße. Oh, falsche Richtung. Warum ist denn der Typ so schnell? Bockycar. Wie kommt noch so ein Name, ey? Cool, mein Name ist auch gerade nicht besser. Sie am Leben, das ist das Wichtigste. Aua! Schuld ist. Ach stimmt, ich wollte noch ändern. Ich kann mir nicht. Ja, gute Arbeit. Schnell und brutal, das ist beschissen. Ich hab gleich noch was für dich. Eine Vorratslieferung wurde gestohlen. Finden wir sie. Wenn du sagst, welche Richtung, dann wär's gut. Ich sehe, was ich tun kann. Aua. Ach nee. Komm hin. Oh, schade. Sa, sa, sa. Holen wir uns die Vorräte Die räumen wir alles auf. Gut, jetzt hol diese Vorräte. Na also, Vorräte können von den Sentinels abgeholt werden. Hier, die da. Hast genug gefunden. Sehr gut. Warte, ich hab da noch was für dich. In der Nähe. Wir haben gehört, dass ein Freelancer Probleme hat. Hilf ihm aus der Patsche.
Schon unterwegs. Da, da, da. Danke fürs Kommen. Das weiß ich zu schätzen. Ist gefährlich ganz allein hier draußen. Selbst für einen Freelancer. Okay. Ha, sie laufen davon. Aber sie kommen bestimmt wieder. Ja, da hinten. Kaputt machen. Ich hätte was treffen können. Ein mächtiger Scar ist aufgetaucht. Diese Kreatur hat keine Gnade verdient. Ich verstehe. Oh Gott, falsche Seite. Wir können jetzt noch nicht vorbei. Du darfst sie nicht entkommen lassen, klar. Verstanden. Meins. Hui, läuft sich mir mal. Ja gut, das war eine kleine Mission, wo ich richtig kacke war. Also das war ja... Oh. Ja. Ich bin überlegen, ob ich es nicht auch schwer machen soll, aber... Guck mal, schon einige Gegner, wo ich denke, nein, danke. Interceptor ist die nächste Klasse, also ich spiele, weil das ist so diese Hüpf und Nerv und so, also Genshin-mäßig, lieber Overwatch. Kann ich nicht, das ist jetzt schon. Wird schief gehen. Ja, geil. ein einziges. Baba, ba 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 ba. Dieses Lied werde ich, solange das irgendwie im Hintergrund kommt, also gerade wenn ich gerade die Exkursion zu Ende habe, wird dieses Lied auch im Hintergrund laufen, ganz leise. 50% Lautstärke. Nee, ganz ehrlich, gerade wenn man spielt, ist es wo kein... Ah. Abschluss, wo... Warum ist das auf... Oh, genau. Gerade... Das ist super geil. Ja, Abschlussvorrichtung haben wir schon. Haben wir hier Granate. Hoffentlich noch Splittergranate und Lenkraketen. Ja, sie sehen kleinere Geschosse aufteilt, die Gegner in der Nähe ansteuern. Ich probiere das mal aus, weil ich das wissen möchte. Das ist so schade. Bisschen lustig, bisschen.
Stärkungsrüstung. Bollwerkpunkt. Sphärisches Schwert, das Projektile über den Ranger ablockt. Klar doch, das nehmen wir nochmal. Und Komponente. Wir haben hier Schubdüsenlüftung. Nehmen wir einfach mal 61 Punkte habe ich. Und Waffen hat noch irgendwas, wie was, wie was. Oh so, ja da, gleich Film. Ich hätte auch mal anfangen müssen, das einfach mal alles mal so löschen. Also gerade jetzt dieses hat eigentlich was, gell? Hier. Das ist unser kleiner Ranger. Yep. Da würde ich mal sagen, war es eigentlich auch mal wieder für diese Folge. Nächste Folge, ich werde mal versuchen, Rage Panther und Zedatlis irgendwie noch irgendwie einzuladen, damit wir reden können und vielleicht auch in einer Mission mit dabei sind. Also, mentalisch. Also, ja, ich weiß schon, also nicht. Ich muss mal fragen, ob einer von denen vielleicht schwer ist, das zu spielen. Glaube ich nicht, aber. Nichtsdestotrotz. Oh, dunkel. Nett, wir haben sogar nicht mal dunkel gesehen, ne? Macht nix. Das war's. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir werden tatsächlich jetzt hier die Invasion machen. Und ja, dann bis zur nächsten Folge. Bye, bye.